Hey da draußen und willkommen zu einem kleinen weiteren Team Fortress 2 Video. Hey, wieso kann ich jetzt hier kein... Hä? Warum kann ich jetzt nicht... Ah, jetzt geht. Na, guck mal. Komm her, Gibus. Ja. Je. Ach komm, wisst ihr was? Machen wir noch ein bisschen Konga. So, willkommen zu einem weiteren Team Fortress 2 Video. Grund des Ganzen, ich habe letztens auf YouTube einen netten Kurzfilm gesehen, der gefiel mir so gut. Ich habe mich so weggelacht, dass ich mir dachte, den muss man verbreiten. Ich habe mal heute geguckt, der geht auf die 14 Millionen Views zu. Aber das ist ehrlich gesagt noch zu wenig. Alter. Ja, also der Film hat weitaus mehr verdient an Views. Nein, ich wollte ihn kriegen, Scheiße. Okay, zu dem Film. Also, Video soll einigermaßen kurz gehalten werden. Auf YouTube, Link natürlich in der Videobeschreibung schon mal vorne weg. Ach, Kerl, das ist so geil. Wartet. Das muss ich noch zeigen hier. Und. Na komm. Oh, habt ihr den Schimmer gesehen auf dem Schraubenschlüssel hier auf dem Wrench? Ach, herrlich. Ja, ich hab's mir gegönnt. Ich hab mir einen speziellen Killstreak geholt mit Schimmer Hot Rod. Musste einfach sein, ging einfach nicht anders. Da habe ich mir gedacht, das muss einfach echt sein. Einmal muss man sich ja auch mal was gönnen. So, scheiße. Braucht Metall, okay. Einmal muss man sich ja auch mal was gönnen. Ja, zu dem Film. Natürlich, ein Crit. Es ist Sparta! Der Film. Der Film, wie gesagt, 80er-Jahres-Stil, richtig schön trashig. Ich habe mir so einen weggelacht und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss das doch einfach mal verbreiten. Dass sich die Leute einfach mal 30 Minuten Zeit nehmen. Der Film geht ungefähr 30, ich glaube 31 oder 32 Minuten. Oder waren es 33, irgendwie so um den Dreh. Ist halt wirklich, verdammter Mist, ist halt wirklich ein Kurzfilm. Achso, okay. Alter. Ist halt wirklich ein Kurzfilm. Und wie gesagt, ich habe mich in dem Film so weggelacht. Ich fand den so geil, aber ich stehe auch sowas, ja. Also so richtig schön trashig, übertrieben. Ich finde es einfach nur geil. Ich kann euch ja mal eben hier kurz ein paar Ausschnitte zeigen. Hey, you got a permit for those guns? I've got your permit right here. Chief McNichol speaking. Is this the police? Yeah, this is the police. Crack you! Da liegen wir noch rum. Ein armer, toter Engineer. Mann. Im Moment geht wieder gar nichts hier. 2-2. Na, ich bin begeistert. Ich bin echt schwer begeistert. Oh, da kommt schon wieder ein Soldier an. Das darf doch alles nicht wahr sein hier. Was? Wie ist Sentry zerstört? Alter! Ey! Alter, was machen die für einen Schaden hier? Das gibt's doch nicht. Oh! Natürlich hat er auf die Entfernung in der mit einer Scattergun meine Sentry weggeballert. Na, ist richtig, klar, ja. Scatterguns machen so viel Schaden auf so eine Entfernung. Hm? Natürlich. Weiß ich ja auch, merke ich ja immer selber, wenn ich Scout spiele. Hm? Nee, ist klar. So, der Film. Alter, von was werde ich jetzt schon wieder getroffen? Von wo, was, wie? Ey, das gibt's doch nicht. Ich kriege immer nur mit, ich werde getroffen, aber ich sehe und weiß irgendwie nie von wo. Was, schon wieder? Alter, verarsch mich nicht hier. Da, der trifft ein, zwei... Ey, das gibt's nicht. Nein, ich möchte nicht vorher aufnehmen und nachkommentieren, um dann nicht immer vom Thema abzukommen. Der Film ist so wunderbar trashig. Also der ist so geil gemacht, ich weiß nicht, mir gefällt er. Ich mach grad mal, wenn überhaupt 17 Schaden auf so eine Entfernung, ey. Das gibt's nicht. Und der macht auf so eine Entfernung 2 Hits und ich bin down.
Ja, Clan Krit natürlich. Hm, ist richtig. Das, oh. Es ist Sparta! Oh, das gibt's doch wieder gar nicht hier, ey. Was hat denn das Spiel in letzter Zeit gegen mich? Das gibt's doch nicht. Jedenfalls solltet ihr euch den Film unbedingt ansehen, wenn ihr auch so ein bisschen auf Trash steht. Vielleicht mal kurz, worum geht es? Es geht um Nick Fury. Das ist so ein, ja, Polizist. Mit, ja, sehr, sehr außergewöhnlichen Kung-Fu-Fähigkeiten. Bam! So, du Sausack, du Blöder, ey. Mit sehr außergewöhnlichen Kung-Fu-Fähigkeiten, ja, also übermenschlich schon, der dann in der Zeit zurückreist, um Hitler zu töten. Sehr schön gemacht, wirklich, ich fand's richtig geil, angelehnt halt an die 80er Jahre Filme und Serien. So richtig schön trashig. Ich fand's wirklich super. Zieht euch den Film einfach mal rein und ich bin hier am Fehlen, ey, das gibt's nicht echt. Ich werde hier die ganze Zeit von einem Scout niedergemacht. Das sind normalerweise Scouts, die baller ich normalerweise mit der Schrotflinte weg. Ich weiß nicht. Oh, ey, hör auf, hör doch auf. Jedenfalls nehmt euch die halbe Stunde Zeit, guckt euch den Film einfach mal an. Der ist einfach wirklich zu geil. Wer auf so einen Scheiß steht, hier so dieses 80er Jahre Trash-Gedönse, wird an dem Film seinen Spaß haben. Und ja, mit dieser tollen Fail-Runde verabschiede ich mich aus der Haus und tschüss.